hat sie sich wieder zu Wort gemeldet, weißt du? Weil, findest du mich cringe? Also ja, wahrscheinlich, aber. Ich freue mich, dass du nochmal reinschaust. Immer. Ah. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich glaube, ich mache noch so halbe Stunde bis 40 Minuten circa. Dann bin ich für heute auch schon durch. Je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind. Ich weiß auch nicht, kann auch sein, dass wir das Level dann jetzt noch beenden oder so. Dann werden nochmal die ganzen Emotes ausgepackt. Kann ich jetzt noch gerade noch nicht sagen, aber fest angedacht sind auf jeden Fall 2 Stunden. Nur schon mal als kleine Orientierung. Jetzt habe ich zumindest den einen oder anderen Punkt hier schon mal erreicht. Geht schon nicht pimmeln. Das freut mich sehr. Lara hat einen Upsi gemacht. Okay, cool. Dann, einfach jetzt auf, ne? Nein, Quatsch. Mission failed. We'll get him next time. Sehr gut. Ach, scheiße, dann ist der andere Typ jetzt wahrscheinlich auch noch nicht gekillt, ne? Das ist ja jetzt ein bisschen bitter. Na egal. Habe ich irgendwas gegessen und Sarah schon abgesagt, okay. So, der Typ hat's hinter sich. Ja, wir schaufeln uns gleich Gyros Hollandaise rein und dann machen wir uns einen schönen Abend, würde ich sagen. Gut. Hier war auf jeden Fall noch Muni mit dem Tor in Verbund. Und wenn ich gleich kurz vor dem Dingens bin, dann kann ich immer noch mal gucken. Speichern und so was. War eigentlich schon wieder viel zu lange her, ne? Währenddessen die Leute, die nur die PS1-Version kennen mit Speicherkristall und sowas. Nicht dran gedacht, so Fertigreis mitzubringen für Faul, aber wir könnten es auch mit Spätzle machen. Spätzle klingt doch auch gut. Bin ich auch mehr Freund von als Reis. Man kennt mich. Da kann ich nicht hochspringen. Aber mit Spätzle bin ich fein. Hier einmal hin. Die Sache ist hier hinten noch. Das sieht so aus wie eine Stelle, wo ein Item versteckt wäre. So ein kleines Medipack oder so. Und da hinten, ich weiß gar nicht, hat man den damals schon gesehen? Nee. Also kann mir keiner erzählen, dass man den hier schon gesehen hat, aber da hinten ist ein Hebel. Wir gehen einmal kurz auf Speichern. Und gehen dann nochmal weiter. Levi ist geboren von Sepp und Nina. Das freut mich sehr. Das ist dann jetzt auch mal. War ja auch schon, jetzt, ich glaube, eine Woche oder so ein paar auf jeden Fall schon Verspätung. Aber finde ich gut. Gucke ich mir nachher nochmal an. Ich denke mal, die werden ja wahrscheinlich Stories gepostet haben ohne Ende. Halt nicht vom Kind, aber ne, weiß, was ich meine. Sehr gut. Glückwünsche werden ausgesprochen. Ich glaube, 1-2 Tage drüber. Ja, irgendwie nicht so dramatisch, wie sich das im ersten Moment für mich angehört hat. Also im ersten Moment dachte ich auch immer so, hey, okay. Irgendwie massivst drüber. Oh, massiv. Jetzt gucke ich allerdings gerade mal. Ist warte. Naja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte hier, glaube ich. Nee. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da gehen wir nochmal auf die andere Seite. Hier ist nochmal ein Hebel. Ich habe eigentlich gedacht, den ich von der Entfernung jetzt schon gesehen habe, wäre das, aber hier ist noch ein anderer. Und hier geht es jetzt dann natürlich auch los mit getimte Tomb Raider-Sprünge und so ein bisschen Einschätzen von Entfernungen und sowas. Nehmen Sie die Magnum-Munition, nicht so ein Thema. Ja. Dieses wohl war. Ah. Da unten ist auch nochmal Muni. Sehe ich jetzt gerade von hier oben. Parkour! Michael, Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! Parkour! Extreme!
Stimmt tatsächlich. Okay, das ist das Tor gewesen, wo ich die Munition aufgesammelt habe, glaube ich, irgendwie neben dem Teil. Irgendwann lernst du das noch. Ich denke mal, ja. What the... Okay. Panik, 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 Panik. Nicht runterschmeißen. Weiter in die Wand rein, kein Thema. Aber nicht runterschmeißen, bitte. Danke. Okay, also das Tor, was aufgegangen ist, ist definitiv weiter unten, hätte ich gesagt. Hier kann ich nochmal ein bisschen springen, aber jetzt speichere ich erstmal. Jetzt kommen geflügelte Mistviecher hier. Das ist nicht gut. Nicht gut für mein Wohlbefinden. Jawohl, warte mal, dann muss er irgendwie von hier machbar sein, hätte ich gesagt. Ja, nice. Also das Tor ist neben der Sphinx. Aber ich hole mir jetzt natürlich nochmal die ganzen Sachen hier. Was mich immer noch fertig macht, ist diese Munition, die einfach mitten in der Luft schwebt. Ist da eine Plattform, eine unsichtbare? Ist das, machen wir jetzt Kaizo und so eine Scheiße? Das wäre jetzt echt mies. Ehrlicherweise. Weil die lag da original auch schon im Original. Die lag da original im Original. Jetzt muss ich wieder an Zitate denken, jetzt muss ich wieder daran denken, was ist das denn für ein dickes Tier da in der Mitte? Und das unweigerlich bringt mich dazu, dass ich mal wieder Bock hätte, da hinzufahren, die Tage. Ja, gut, here goes nothing, ne? Und es war nothing. Ja, keine Ahnung, wie man dann da hinkommen soll. Bin ich ehrlich. Läuft das auch so? Ja, okay. Muss jetzt nicht unbedingt irgendein Stunt sein hier. Ich meine, auf der anderen Seite kann ich mich auch gut runterlassen. Das heißt, ich würde es jetzt noch ein, zwei Mal versuchen mit irgendwelchen anderen Taktiken, obwohl ich nicht wüsste, welche. Weil ich habe keine Ahnung, wie man da dran... Also, wenn es jetzt keine unsichtbare Plattform ist und normalerweise sind die Items ja immer in der Mitte gesetzt von den Blöcken. Und wenn das jetzt nicht die Mitte von dem Block ist und ich mich da auch nicht hochziehen muss oder irgendwelche Späße, dann weiß ich jetzt gerade nicht wirklich, was da los ist. Bin ich mal ehrlich. Speichern? Jeden Scheiß speichern ist mal sehr wichtig. Die zählen jetzt auch nicht alle für die Dev-Compilation, würde ich sagen. Ja gut, der war jetzt auch nicht für die Dev-Compilation, aber der war trotzdem dumm. Sache ist, hier ist es ja ein bisschen höher. Sie kommt da auch an einen Block dran. Ich weiß nur nicht, wie hoch der ist. Ich denke mal von der Erhöhung quasi und dann nochmal versuchen mit dem Festhalten. Ah. Ach, das sind die Uzis. Kannst mir aber nicht erzählen, dass es die nicht auf anderem Wege auch irgendwie gibt. Hast du sie gesehen? Wow. Findet die versteckten Nutzis in Ägypten? Ja. Hab ich. Nur keine Ahnung, wie ich jetzt wieder nach Hause komm. Oh Gott. Zwei davon. Obwohl, warte mal, ich will sie ausprobieren. Da haben wir doch jetzt direkt schon mal ein paar Zielübungen. Ja, cool. Böse Wand. Ja, da hat er nämlich keinen Bock mehr. Weißt du, jetzt wo ich schwer bewaffnet bin, da fliegt er dann doch lieber nochmal eine Runde. Komm her. Komm her, mein Junge. Komm. Tut nicht weh. War gelogen. Und es regnet Körperteile auf Lara. Das ist sie gewohnt, das mag sie sehr gerne. Schön. So. Ich würde die gerne behalten, deswegen würde ich jetzt einmal kurz speichern. Dass das auch nochmal einen Erfolg gegeben hat, tatsächlich. Und so versteckt waren die jetzt eigentlich auch nicht, wenn man so will, aber gut. Ja gut, auf die andere Seite funktioniert natürlich dann auch nochmal anders. Okay, geh jetzt einfach mal davon aus, dass ich das überlebe, wenn auch mit ein bisschen Schaden, noch nicht mal, okay. Familienmetzgerei Croft, ja. Da gibt es dann auch nur so Schrabbelkram, so Dämonenfetzen und sowas. Gut, wir sind runtergekommen. Secret gefunden, Uzis gefunden vor allem. Das heißt, die könnten sehr, sehr gut helfen gegen die Mumien und sowas.
Weil da muss ich einfach nur gedrückt halten und hi, gib ihm. Es sind nur die Problematik ist halt, dass ich nicht so viele Uzi-Clips bisher gefunden habe. Das heißt, da ist die Munition vielleicht dann auch einfach sehr schnell leer. Das wäre ein bisschen blöd. Ansonsten halt einfach bei den Magnums erstmal bleiben. Und es wart Diesel. Mumienmet. Finde ich sehr gut. Dämonenleberwurst und Mumienmet. So, ich rutsch mal hier runter. Das war blöd. Weil jetzt habe ich natürlich erst diese Einkerbung gesehen, an der ich mich hätte festhalten können. Aber naja. Kommst du hier hoch? Natürlich nicht. Dann suche ich erstmal den Boden ab. Das ist nämlich auch immer so ein Garant dafür, dass unter Umständen irgendwo was ist mit Medipack oder so. Ja. Toller Garant. Ja, eigentlich, in Wahrheit wollte ich mich nur kurz abkühlen. Ich glaube, dass das Wasser so an ihr runtertropft, ist übrigens auch aus dem Remastered. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Tomb Raider 1 schon hatte. Das ist eher so ein 4-5-Ding. Also die PS1 hatte auch schon tropfende Charaktere. Aber glaubt nicht, dass Tomb Raider 1 da Vorreiter war. Kann mich aber auch irren. Cool, dann sind wir jetzt dann nochmal hochgeklettert, nur für Magnum-Munition. Das ist doch ein Träumchen. Oder auch für diesen Durchgang. Schön. Immerhin. Das war nicht ganz umsonst. So, dann einmal hier hoch. Dann haben wir da auf der einen Seite eine Treppe. Da unten geht es auch wieder ins Wasser. Guck einmal kurz hier. Vielleicht kriegen wir ja einen Sprungturm. Der good old ägyptische Sprungturm. Das ist wieder ein Fall für einen Speicherpunkt. Weil das wird wieder ein Stunt und Stunts gehen gerne mal nach hinten los. So, alle hopp. Schade. Wie gesagt, also gerade das Feature im Vergleich wirklich zu der Ur-PS1-Fassung ist ein Lifesaver. Ich glaube, das Ganze dann im Remaster nochmal mit Speicherkristallen und dann nicht mehr wirklich zeitgemäß in dem Sinne wäre echt ein Super-GAU geworden. Problem an der Geschichte ist, ich habe diesen Schlüssel nicht, glaube ich. Nein. Sag ich doch. In dem Fall gehen wir dann doch wieder runter, denn der ist hier unten. Wer hat den denn hier fallen gelassen? Also, welcher von den Leuten, die hier wohnten, denn das war ein Wohnhaus, hat sich irgendwann gedacht, oh, ich gehe jetzt einfach mal zu dem, oh, jetzt schade, ich habe den Schlüssel verloren. So war's. Vor 3000 Jahren oder so. Dann machen wir das jetzt nochmal. Die auch nicht speichern müssen tatsächlich. Ich habe gedacht, ich kriege hier irgendwelche krassen Secrets oder so, aber nö. Nur denselben Bums direkt nochmal serviert. Marke the Turn. Oh Gott. Ja, gut, liebe Leute, das war es dann an dieser Stelle für heute. Es hat mir viel Freude bereitet. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns die Tage dann wieder bei Tomb Raider oder wahrscheinlich in einem anderen Projekt. Hey, komm. Der passt hier eh nicht durch, oder? Das heißt, in den 2 Sekunden, wo er hier vorbeireitet. Er schießt! Er schießt mit Mettbällchen! Natürlich explodiert er auch. Alles explodiert, was irgendwie nur aus Fleisch ist. Wir müssen gleich definitiv, wenn es Gyros gibt, aufpassen, dass uns das nicht um die Ohren fliegt, bin ich ehrlich. Okay, hier ist auf jeden Fall so ein Ankh. Die Sache ist, was brauchte ich am anderen? Nee, Skarabäus, aber der war auf der anderen Seite, das ist Quark. Bin ich nur etwas zu jung für. So ein früheres Ich einfach. Ich gehe jetzt abschließen. Oh. Ups. Ja, dann nehme ich den natürlich mit. Wofür auch immer ich ihn brauche. Gut, das hätten wir. Ist das hier eine Tür? Ja, ne, das ist kein Hebel oder sowas. Problem an der Geschichte ist, wofür brauche ich es? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oder ist oben an der Sphinx ist das kein Schlüsselloch, sondern so eine Einprägung. Und da muss das dann rein. Das würde dann wiederum noch Sinn machen. Guck mal, ich mache jetzt mal wieder hier den hier. Hui!
Glitch. Doch, da sehe ich mich. Jetzt kann ich mal gucken hier. Ne, keine Wassertropfen. Als hätte ich's gewusst. Ja, natürlich, da war jetzt wieder dieser eine Millimeter, der mich jetzt doch nicht mehr nach oben bringt. Um die Ecke ins Verderben, hätte ich eigentlich fast gesagt, aber ist nicht. Na, hier war die Muni, dann kann ich jetzt wieder auf die andere Seite. Ja gut, ich muss jetzt nicht hangeln, also... Jetzt nicht so, dass das Wasser plötzlich tödlich wird oder sowas. Wär der Knaller. So, vor wegen, ja, ich nehme jetzt die alternative Route, weil die geht schneller und dann... Schade. Geht nicht. Ist Gift. So, dann hier einmal raus, wieder auf die andere Seite hoch vielleicht? Ich meine, es ist ja jetzt... Pass auf. Ich spoiler mich da ja jetzt nicht. Also ich abuse es ja in dem Sinne nicht, sondern ich habe das hier ja schon gesehen. Aha. Ja, ja. Ja, okay, auf der anderen Seite wäre jetzt natürlich witzig zu erfahren, wie ich da noch hinkomme. Ah, guck mal, wir gucken mal. Kann ja nicht so schwer sein. 3 Stunden später. Kann ich da stehen? Immer dieses Ausloten, wo man wie stehen kann, ist, glaube ich, echt Hauptbestandteil des Tomb Raider Classic Gameplays. Allihüb. Das Medipack da auf der anderen Seite, das würde ich super gerne haben. Das könnte in weiteren Abenteuern... Aussparung! In weiteren Abenteuern definitiv hilfreich sein. So. Das ist wieder zu weit, oder? Nee, okay, ist genau richtig. Komme ich da hoch? Ja. Okay. Komm der ganzen Geschichte näher. Ne, Arschlecken. Da wird gespeichert. Ich mache jetzt nicht das komplette hier hochkraxeln nochmal, nur weil ich das hier falsch einschätze. Ist auch schön, dass die überhaupt nicht laut sind. Danke. Hier sogar noch ein Hebel. Stimmt. Das ist dieser komische Hebel, wo ich gesagt habe, guck mal, ein Hebel. Den wir dann nie brauchten. Was denn? Hä? Ah. Ist das nochmal auf der anderen Seite dann jetzt weiter oben oder so? Steht sie in Flammen und es juckt sie überhaupt nicht. Lara Croft. Knapp. Da geht's in die Backrooms wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nur nicht, wo diese Tür war. Da werde ich es noch herausfinden. Okay, das sieht gut aus. Rutschen. Rutschen. Landung. Schön. Okay. Heißt, hier komme ich jetzt auf jeden Fall hoch. Komme ich hier hoch? Nee. Ah. Nee. Das ist die Frage, wie ich wieder da hinkomme, ne? Also da ist nochmal Muni, die habe ich vorhin nicht gesehen. Die nehme ich jetzt gerne mit. Ich gehe jetzt einfach sehr stark davon aus, dass wenn ich diese Aussparung da befülle oben, dass dann diese Tür in der Mitte los aufgeht und dann kommt vielleicht noch eine Tauchpassage oder so und dann sind wir hier auch durch mit dem Abschnitt. Aber wo war diese Tür? Warte mal, ich weiß, ich sollte es eigentlich nicht so oft nutzen, aber... Da oben. Ach, das war die! Ach ja, dann gehe ich da nochmal hin. Was soll der Geiz? Wenn ich jemals dahin hochkomme, nochmal, warte mal. Das ist jetzt nämlich die Frage. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich jetzt wieder hochkomme. Ja, doch, hier. Okay. Da ist ein Loch in seiner Schulter. Aber so ein bisschen, ich muss da sowieso nochmal hoch, oder? Weil anders komme ich da ja auch nicht an das Teil dran. Vielleicht ist es auch gewollt.
Ich weiß es gerade nicht. Wirklich sehr verwirrt tatsächlich, wie ich da jetzt hochkomme. Ah! Ja, nee, doch, nicht mehr. Ich hab die Aussparung gesehen. Ist jetzt natürlich die Sache, bevor ich jetzt hier wieder einen Genickbruch riskiere. Ach, komm schon. So viel dazu. Bin ich denn da vorhin hoch? Das war doch hier auch, oder nicht, mit dem Festhalten dann? Es hat sich nichts geändert. Oder? Oder nee, ich bin hier runtergerutscht, ne? Ich war nie da. Ich glaube, ich müsste da von der anderen Seite irgendwie hin, oder muss ich... Warte mal. Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. Oder auch nicht. Sag mir nicht, ich muss um die Ecke springen. Dann werde ich böse. Ich schrei nur länger. Ich bin ein wenig verwirrt. Da hinten werde ich ja nicht hinspringen müssen. Das ist viel zu weit weg. Ja. Wiederholt sich gerade so ein bisschen, aber... Ansonsten wird da oben wahrscheinlich nur ein Secret sein, weil da an der Ecke, die ist zu steil, da will sie sich nicht festhalten. Aus irgendeinem Grund. Ich kann jetzt aber auch nicht seitwärts springen und mich dafür... Nee, das funktioniert auch nicht. Wissen Sie, dass Sie einmal kurz da drauf... Okay. Problem gelöst. Dieses Ausprobieren, ey. Das ist jetzt wenigstens ein Secret-Raum oder was ist hier los? Aha! Ein beweglicher Stein. Werde ihn hier hinschieben und dann höchstwahrscheinlich eine Treppe bauen. Grüße, Hit Me Dude. Schön, dass ihr einschalten. Ich wünsche guten Hunger. Zumindest nehme ich an, das ist Popcorn. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich mich jetzt gleich befinden werde, wenn ich hier jemals wieder rauskomme, ne? Wenn der Oberlicht checkt. Ach, hier sind zwei. Haha, nicht getroffen mit deinem Hackbällchen-Scheiß. Jetzt fall doch um. Geht doch. Was ist denn hier jetzt noch eins? Das verwirrt mich jetzt. Oder ist das so eins von wegen, wenn du dann den einen eingesetzt hast, plötzlich ist da noch irgendwo eins und du musst es einsetzen und dann bist du erstmal so richtig am Arsch. Ich hab gedacht, ich kriege hier irgendwie krasse Secrets jetzt auf einmal und sowas und dann ist es wirklich einfach...